ist ihr Ei, die Macht eines Drachen ist überwältigend. Aber stellt euch vor, was passiert, wenn man die Macht vier verschiedener Drachen vereinen könnte. Und darum geht's jetzt in diesem Video. Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Review zu Kamen Rider, diesmal zu Kamen Rider Wizard, und zwar den Dragon Timer. Ja, der Dragon Timer, der ist ein Upgrade, auf jeden Fall ist das eine weitere Fähigkeitsgedöns für Kamen Rider Wizard, und zwar ist das ein Handgelenks, das ist ja kein Morpher, aber ist hier so, bei Wizard hat ja die vier Elemente. In Form von Drachen. Flame, Water, Hurricane und Land. Diese sind hier auch auf dieser Uhr drauf. Flame, Water, Hurricane and Land. So, mit dieser Uhr kann er halt sich Duplikate erzeugen. Wodurch er dann, er nimmt zum Beispiel, in dieser Sache wird er jetzt Flame Dragon als Form annehmen. Und dann könnte er sich halt Doppelgänger rufen, aber dann halt als Water, Hurricane and Land. Und dafür braucht er halt dieses Teil hier. Und ja, schauen wir uns doch erstmal hier das Teil an. Das ist hier so eine Art Stopp-Timer-Uhr. Kann man auch hier sehen, kann man aufziehen, aber das sehen wir dann nachher. Ist halt auch hier die typische Wizard-Hand, haben sie auch gut eingebaut mit dem Daumen hier, der das auslöst. Hier haben wir dieses Zwischenstückchen hier. Auch hier schön verarbeitet. Und dann geil ist halt hier, das sieht auch aus wie so ein Wizard-Ring, also so ein Magie-Ring. Und das ist halt hier so ein Drache. Und der sieht halt richtig, richtig gut aus. Hat schon was. Den kann man auch sich anlegen. Auch wenn das für Kinder gedacht ist, kriegt man den doch auch als Erwachsener relativ gut fest. Man macht den hier. Na, machst du mal. So. Und dann kann man ihn so tragen und passt. Es ist nur ein bisschen eng hier, weil es eigentlich ein bisschen hier mehr sitzen sollte. Aber soweit ist er tragbar. So. Kommen wir zu weiteren Funktionen. Wie ich schon erzählt habe, können wir jetzt die verschiedenen Formen rufen als Duplikat, indem wir... Wir drehen das Teil auf, dann wandert er rum und drücken dann, bevor er vorbei ist, den Daumen, um das zu machen. Ihr müsst auch darauf achten, hier wird auch jetzt die Farbe sich ändern. Der fängt bei Rot an, geht über Blau, Grün und Gelb bis zum Finale. Aber dafür, ich glaube am einfachsten ist es, wenn ich das dann mal hier aufmache. Dann kann ich es nämlich hinstellen oder hinlegen eher. So. Jetzt erstmal machen wir es natürlich an und dann kriegen wir auch eine Bestätigung dafür. So, also richtig cooles Drachengeräusch und dann drehen wir das jetzt mal auf. Gehen wir Standby und richtig schön Farbwechsel hier. Und dann starten wir mal. Wir machen jetzt erstes jetzt mal All Dragon Formation, indem wir jeden Drachen einmal durchgehen. Okay, das ist mir jetzt das zweite Mal passiert, ihr habt es jetzt schon gehört. Er fängt hier schon an, Final Time zu setzen, obwohl das nicht die Final Time ist. Weiß nicht, woran das liegt, aber ist auch egal. Also übrigens, wenn wir es machen ohne... Naja gut, aber dann versuchen wir es jetzt nochmal. Na jetzt. Final time.
Jetzt haben wir hier einen Farbwechsel die ganze Zeit und jetzt haben wir All Dragon Formation. Haben richtig schönen Farbwechsel hier und hier schon jetzt durch einen Fehler, den ich hier hatte, gehört habt. Es gibt auch mehr, es gibt One Mation, Two Mation und Three Mation. Ich ziehe es aber auf. Für One Mation müssen wir rein theoretisch gar nichts machen, einfach ablaufen lassen, weil du bist ja alleine. Aber er geht eh davon aus, dass wir in der Flame Dragon Form sind. Aber man kann, der Flame Dragon Sound ist trotzdem hier drin. Ist halt das echt schwierig, weil er halt direkt am Anfang ist. Aber lass uns das mal durchlaufen. Auch wieder zu früh, keine Ahnung warum. Aber diesmal konnten wir ja rechtzeitig aufhören. One Mation halt. Und jetzt machen wir zwei. Und das reicht schon, weil, wie gesagt, wir sind ja schon zu zweit dann. Viel zu früh, ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie seltsam. Moment, ich versuche mal sehen, vielleicht wenn ich mal ausmache. Und mal kurz so durchlaufen lasse. Das heißt, ich glaube, der ist dann falsch eingependelt. Das ist, glaube ich, ein Problem. Ja, richtig professionell, aber ich habe jetzt echt keinen Bock zum Schneiden. So, jetzt wollen wir Level 2 und jetzt wollen wir trotzdem nochmal 3 Mation normal haben. Na, sieh mal, warum, wo ist das Problem? Geht doch. Auch wieder mit schönem Farbspiel. So. Wir können aber auch noch All Dragon hervorrufen. Das ist, die verschiedenen Drachenarten unterscheiden sich je nachdem. Also zum Beispiel Flame Dragon hat den Kopf des Drachen. Damit erscheint dieser Drachenkopf auf der Brust. Water Dragon hat den Schweif des Drachen, das hat er halt diesen Drachenschweif und kann damit zuschlagen. Hurricane Dragon hat die Flügel des Drachen und womit er dann fliegen kann. Und Land Dragon hat die Klauen des Drachen. So, aber du kannst auch All Dragon kann Wizard auch hervorrufen, was wiederum bewirkt, dass alle Drachenteile, also er hat dann die Klauen, den Schweif, die Flügel und den Kopf des Drachen, alle auf einmal. Dafür brauchen wir aber den Wizard Driver, um damit zu interagieren. So, erstmal müssen wir wieder einmal, müssen wir erstmal alle vier rufen. Wir müssen hier auf die Magie-Seite wechseln. Es ist wirklich schwierig zu hören, aufgrund dessen, dass halt alle Sounds sich irgendwie vermischen, aber er sagt halt All Dragon, deswegen habe ich es auch nochmal länger drin gegangen. Ich mache das jetzt nochmal, damit ihr es wirklich besser hören könnt. Final time! Revenge magic! No! 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 No!
Auf jeden Fall, nett, dass auch der Belt damit so interagieren kann. Auf jeden Fall ist ab Whoops, ist auf jeden Fall ein prima Toy. Insbesondere wenn man den Wizard Driver hat. Ich habe aber auch so damit meinen Spaß gehabt, denn ich hatte dieses Teil hier vor dem Wizard Driver. Der hat nämlich erstaunlich lange auf sich warten lassen. Und auf jeden Fall ein super Driver. Driver halt Handmorpher-Gedöns. Und ich hoffe, hat die Review dazu gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tyro 1992. Bis dann.